Und hat sich verbeugt vor uns nochmal. Vielleicht sich sogar entschuldigt, wer weiß. Die Monke-S-Platte immer noch. So, und weil wir das gemacht haben, gibt es auch noch ein kleines Extra. Oh Gott. Ich muss wieder zurück jetzt. Ja, stell dir vor, man jetzt sterben. Go, Huey. Wir gehen nämlich jetzt nochmal kurz in sein Zimmer. Ja, das war der erste Verfolger, Leute. Den sind wir jetzt für immer los. Und es folgt gleich der zweite. Oh mein Gott, ich kann richtig schlecht sehen. Hau weg, hau rein, Soul. Go, Huey. Go, Huey. Ich will den zweiten nicht. Ja, der zweite wird jetzt sofort folgen. Hältst du so lange noch aus, Rion? Bevor du duschen kannst. Es kommt jetzt leider alles sehr schnell hintereinander. Tut mir leid. Matschduklov, Manny Huey. Ist so. Wie ist der Bitte sein? Der ist wahrscheinlich einfach drüber gejumpt. Der hat gesehen, der hat ja schon ziemliche Sprungkraft. So, einmal kurz speichern. So, ja. Wir haben jetzt gerade im Moment basically. Huey. Ich werde schon nicht so viel mehr müffeln in 10 Minuten. Sehr gut. Jetzt kommt der beste Verfolger, Meinung nach. Also. Huey. We step it up. Also, der erste Verfolger, den wir jetzt hatten, war halt so das große Missverstandene, würde ich fast schon sagen. Riesenbaby. Ja, der war einfach dumm. Keine Ahnung. Manipuliert. Und habt ihr es auch gesehen? Man kann ja hier interpretieren, weil diese eine Bild, was er von Fiona hatte, da sah sie ja fast schon aus wie so eine Göttin oder so für ihn, gerade eben aus seiner Perspektive. Den kriegt man nur, wenn man Debilitas nicht tötet. Und wisst ihr, was das ist? Wenn ich mich nicht täusche, könnten wir theoretisch damit das Spiel beenden. Das ist nämlich der Haupteingang. Das ist nämlich der Schlüssel zum Haupteingang. Meine ich. Mimi darf mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch bin. Aber ich glaube, das war der Schlüssel zum Haupteingang. Wir könnten jetzt theoretisch gehen und quasi das Quick Ending erreichen damit. Er könnte mal gereinigt werden, wie ich. Ist richtig. Ja, das ist genau. Das ist der Schlüssel zum Haupteingang. Und damit könnten wir eines der... Es gibt ja... 4 oder 5 Endings in dem Spiel und das wäre tatsächlich eins der Ending. Nein, das Schloss zum Schlüssel ist woanders. Oh, okay, never mind. Aber es führt zu einem der Endings. Okay, ja, dann doch noch richtig. Dann doch, man das richtig. Wir machen es aber nicht, weil ich will natürlich alles zeigen. Das heißt, das müsstet ihr euch woanders anschauen am besten. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was ich dafür tun müsste, Arguan. Ich weiß nur, dass der Schlüssel dafür ist, dieses Ending zu erreichen. So.
Warte mal, gehe ich hier richtig gerade? Zeig's nicht, da ist ein Spoiler drin. Ja, siehst du das auch, deswegen. Lieber nicht. Du sagst, gleich kann ich dich guten Gewissens entlassen, Rion. Ach ja. Creator said he made me the perfect woman. But I cannot taste or experience pleasure or feel pain. Thanks for the meal. Ich kann übrigens nicht rennen. Boah, das ist so geil, Alter. Ich liebe diese Szene. Die Reflexion voll verbuggt. I am not complete. Thank you.
It's Daniela! Oh, shit! Alter, die Musik von ihr auch. Oh mein Gott, ey. Das ist so geil. Dieser Verfolger. Oh, shit. Ja, wenn das Spiel eine Sache richtig macht, dann die Musik beim Chasen, ey. Die erste Flucht ist basically ziemlich einfach. Aber das ist sie immer. So, und als kleinen Bonus, ganz zu Anfang, werden wir jetzt uns direkt mal absichtlich erwischen lassen, Leute. Damit ihr auch seht, was die schöne Daniela denn so mit einem macht. Das heißt, locken wir sie mal an. Na? Schön Lärm machen. Die lässt ein bisschen länger auf sich warten als die Bietas, aber die ist auch noch nicht so stark mittlerweile, weil die werden immer stärker im Laufe der Zeit, also beziehungsweise gefährlicher. The fuck, Schwester, was ist los? Okay, sie ist wieder in der Nähe. Ach ja, Danielas Fähigkeit ist, sie macht die Türen hinter sich zu. Was ganz schön scheiße sein kann. Irgendwie will sie gerade nicht. Daniela, warum du nicht kommen? Das ist meine krasse Fähigkeit. Also, das klingt lame, aber das ist halt wirklich echt scheiße gefährlich. Wenn du wegrennst und alle Türen zu sind wieder. Vielleicht hier oben eher. Der Herr muss Essen vorbereiten. Kann sein, dass ich erst weitermachen muss. Ja gut, dann gehe ich da kurz hin. Das ist ja nicht allzu weit. Das ist ja nicht allzu weit. Fähigkeit gut erzogen. So, komme ich jetzt am schnellsten da wieder hin? Hierüber, glaube ich. Keine Sorge, Shoto, es ist noch nicht passiert. Ah, hier, ja. Und Ikari, was sagst du? Gefällt dir die Frau, wa? Also wir kommen jetzt weg von dem großen, debilen Riesenbaby und gehen hin zur, was auch immer sie ist, außer gestört. Kari liebt sie. Durion. Ist eine nette, oder? Übrigens. Daniela steht auch manchmal irgendwo random rum und putzt oder kocht. Auch jetzt noch. Schön, oder?
Miss, it's cleaning time now. Ja, jetzt ist Zeit zu sauber machen. Keine Zeit, uns zu jagen. It's cleaning time. Muss man akzeptieren. Jetzt ist cleaning time, not killing time. Das ist halt so geil. Ich liebe es, wie das Spiel damit umgeht, ne? Ganz ehrlich. Sollen wir uns jetzt direkt mal killen lassen, Leute? Wollt ihr das direkt sehen? Dann müssten wir halt nochmal hier... Ach ja. Tritt sie mal, wenn sie gerade sauer macht. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Okay, komm, wir lassen uns jetzt killen, Leute. Wenn sie dann auftaucht. Was jetzt übrigens der Fall ist. Alter, der Bitch-Slap, Alter. Was willst du? Nö. Wie gesagt, am Anfang sind sie immer noch ein bisschen angenehmer zu einem. Einfach durchbohrt, ey. Ne? Mocker fucking S. Indeed. Ach ja. Muss ein guter Witz gewesen sein, ja. Und es gibt auch eine ganz abgefahrene Art und Weise, sie zu stunnen. Da haben nämlich die auch nämlich alle so ihre eigenen Gimmicks. Und ich glaube sogar, dass ich das direkt am Anfang zeigen kann. Ist mir ja keiner in der Ecke oder Treppe auf laut. Alles klar, viel Erfolg. Also, jetzt, wo ich das Spiel nochmal spiele, ich werde immer wieder aufs Neue daran erinnert, warum ich das so mag. Warte mal, war nicht noch ein... Nee, Quatsch. Warum ich das so mag. Ich finde, das Spiel ist wirklich ein sehr gutes Horrorspiel einfach. Wie gesagt, ich sitze nicht die ganze Zeit panisch hier, weil ich habe das Spiel schon so oft gespielt, also... Deswegen, ich kenne die meisten Sachen halt noch. Aber es ist immer noch auf eine sehr gut gemachte Art und Weise unsettling as fuck. Wegen der Jiggle Physics. Genau. Was sieht man, wenn ich sie jetzt trete? Kann ich nicht, okay. Wie bist du damals auf das Spiel gekommen? Kein Plan, hat mir wahrscheinlich jemand empfohlen. Bist du da nicht durch mit dem Spiel? Nee, noch lange nicht. Gerade mal den ersten Verfolger gemacht. So, es war eine Trollfrage. Mann, ey. Ja, Clock Tower 3 ist halt richtig schlecht. Das ist, stimmt halt leider. Wisst ihr mal, Clock Tower 3, ich würde sagen, die ersten zwei Verfolger, ich habe ja gesagt, das Spiel hier ist quasi Clock Tower 4 inoffiziell. Die ersten zwei Verfolger bei Clock Tower 3 sind so gut inszeniert. Vor allem die Eröffnungssequenzen, holy shit. Und auch richtig, man hat auch richtig Schiss vor denen. Doch dann wird das Spiel plötzlich so eine Magical Girl Anime. Aus dem Nichts. Und ab Verfolger 3 geht alles den Bach runter. Das war echt schade. Keine Zeit zum Treten, it's cleaning time.
Mag Clocktower immer noch sehr gerne. Ach, keine Ahnung, ey. Das ist so weird irgendwie. Aber Sledgehammer und der Acid-Typ, die sind halt saugeil. Und da habe ich richtig Panik bekommen bei denen auch. Vor allem bei dem Säure-Typen. Jetzt lernt man ihr Gimmick kennen. Natürlich löffelt sie sich wieder. Einori, danke dir für deinen Sub. Oh shit. Vielen Dank, willkommen an den Glücksknilzen. Ey, so schlimm ist der Grafikfehler jetzt auch nicht. Sorry, das war jetzt leider zu witzig. Also ja, sie mag ihr Spiegelbild nicht. Wenn sie ihr Spiegelbild sieht, kriegt sie Schreianfälle. Deswegen, ja. Kann man sich das gut abusen. Bugs in dem Spiel? Nein! Das war leider jetzt sehr... Das war jetzt leider unfreiwillig lustig. Aber ja, wenn sie ihr Spiegelbild sieht, dann flippt sie aus. Deswegen hat sie es ja zerbrochen, Ikre. Und sie ist gestört. Das heißt, da gibt es keinen Pattern hinter, dass das immer passiert. Verstehst du? Alle Reflexionen sind einfach verbuggt. Das Wasser auch gerade. Vielleicht wäre es jetzt eine richtige Gelegenheit, die Tür zu öffnen, Fiona. So, neues Gebiet, Leute! Mit dem neuen Verfolger! Vielleicht schaffen wir es ja noch bis zum dritten Verfolger heute. Wie gesagt, Debilitas Phase ist, soweit ich das in Erinnerung habe, die längste. Keine Ahnung, was das alles macht, aber ich benutze es einfach alles mal. An diejenigen, die das Spiel nicht kennen, gefällt es euch denn bisher? Wie lange geht der Stream denn heute? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall noch ein Weilchen. Und hier kommt gleich auch, hier kommt doch gleich dieses Rätsel, wo ich im Let's Play ewig gehangen habe. Falls ihr euch noch daran erinnert, die das Let's Play damals geguckt haben. Oh nein, wie hier seine Öhrchen hängen lässt. Guckt euch das mal an, er ist voll sad. Ruh dich erstmal aus, genau. Erstmal Orientierung finden. Oh ja. Lavendel! Ich musste unweigerlich an alte Let's Play-Zitate denken, teilweise. Ich weiß noch, wie mir damals bei dem Let's Play jemand vorgeworfen hat, dass ich Funk Royal kopiere. Weil ich ihn sehr viel geguckt habe und dann ein paar Sachen von, die er auch mal sagt, adaptiert habe. Warum ist der sad? Ich weiß es nicht. Das fühlt er sich einfach unwohl. Dann kann man ihn nicht verübeln.